Ich hab's. Oder nicht. Also gewisserweise. Romeo und Julia. So fand diese den Tod spielen, schließlich den wahren Tod. Romeo tat, nein, Julia tat, als wäre sie tot, durchbohrte sie ein von Trauer zerrissenes Herz. Hat Julia sich erstochen? Klar, Moment, nein. Also, es ist zweideutig, wie es da steht. Aber die Sache ist, das wäre Romeo und Julia. Den Rest, der sagt mir nur teilweise etwas. Das hier sagt mir überhaupt nichts. Und dieser Text ist derselbe wie am Ende, am Anfang oder zumindest so ähnlich. Wir suchen fünf Zahlen, wir haben fünf Bücher. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass mir halt ein Puzzlestück fehlt. Ich habe das Gefühl, wir sollen diese Bücher in eine Reihenfolge ordnen. In eine bestimmte Reihenfolge logischerweise. Eine Reihenfolge, in der sie Sinn ergeben. Und nicht 1, 2, 3, 4, 5. Aber warte mal. Können wir die Bücher eigentlich wieder da rausholen? Können wir? Ja, wieso hole ich denn alle raus? Ich wollte es doch nur gucken bei Einzelnen. Denn. Okay. Das ist die Shakespeare Anthology und anscheinend ist in jedem dieser Bücher eine andere Tragödie, wenn dort Hamlet drin war. Oh, Klingel. So Leute, wieder da. Wir waren beim Shakespeare-Rätsel. Und warte, genau, wir wollten prüfen, welche Bücher was sind. Buch 1 ist Romeo und Julia. Ich sollte mir das am besten aufschreiben. Das ergibt, denke ich, am meisten Sinn. 1. Ich habe übrigens, ich habe, hört ihr das? Das ist ein Stift und das hier, das ist Papier. Wir schreiben das Jahr 2015. Ich habe Stift und Papier in der Hand. Irgendwas läuft da nicht bei mir. Romeo, Julia. So, Buch 2. König Lear. Okay, das sagt mir nichts. Das ist dann vermutlich ein Problem. Ich hoffe mal, dass es nicht nur Bücher sind, die ich nicht kenne. Noch nicht mal inhaltlich. Macbeth. Okay, das hilft mir. Macbeth. Und die Beschreibungen gehen weiter. Leben ist nur ein Wandeln, Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Okay. Sagen Sie hier noch weiteres dazu? Nein, das war's auch schon. Band 4 ist Hamlet. Warum nicht Omelette? Das klingt viel. Nein, das schmeckt einfach besser. Habe ich nie gelesen. Othello. Sie hat vergessen, was passiert ist in Othello oder wie auch immer. Das ist sehr schade, denn das hätte mir gerade geholfen. Okay, sehen wir uns den Text nochmal an. Da die erste Zeile und die letzte Zeile, ich meine nicht Zeile, ich meine im Prinzip Vers, da der erste und letzte Vers identisch sind, tun wir mal so, als würden sie nichts bedeuten. Doch eigentlich tun sie, eigentlich bedeuten sie etwas. Wir suchen Tragödien und in all diesen Tragödien stirbt irgendjemand. Punkt. Das erste Buch, denke ich mal, die ersten Worte zu deiner Linken. Genau. Ein falscher Wahn, einem Warnhase, das ist, das wäre dann die Nummer 4, Hamlet. Das ist relativ offensichtlich und zum zweiten sagte ich bereits Romeo und Julia, das wäre also die 1. Genau. Das dritte? Es tut mir leid, aber das sagt mir nichts. Das heißt, es ist eines dieser beiden Bücher, die ich inhaltlich nicht kenne, weil ich so unglaublich ungebildet bin. Okay, dritte weiß ich nicht. Und jetzt ist die Frage, was davon ist Macbeth? Ich würde sagen, dass hier passt. Aufgrund der, naja, soll ich jetzt Macbeth spoilern? Wisst ihr, manche Leute sterben im Schlaf und das ist dann sehr traurig. Und ein ruhiger Schlaf besser als ein Thron mit Blut besudelt, das sagt es mir. Okay, das wäre Nummer 3.
Also die Zahl, die wir suchen, ist 4, 1, ... 3. Und die beiden Fragezeichen können wir ja setzen. Das können wir ja ausprobieren. Aber wir suchen noch eine Zahl oder wie? Warte mal. Und nur die 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. Ah, aber wahrlich, hierin ist eine Tragödie. Ein rachsüchtiger Mann vergoss Blut für 2. 2 Jünglinge vergossen Tränen für 3. 3 Hexen auf diese Weise verschwanden. Und nur die 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. Das 2 Jünglinge vergossen Tränen für 3 bezieht sich eindeutig auf Romeo und Julia. Ein rachsüchtiger Mann, das ist hier eindeutig Hamlet. Die Frage ist, was das bedeutet. Warte mal, 4 haben wir irgendwas mit 2. Und bei der 1 haben wir irgendwas mit 2 vergossen Tränen für 3. 3 Hexen auf diese Weise verschwanden und nur die 4 Schlüssel haben nicht abhanden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich wollte den Text jetzt nicht nochmal lesen. Eigentlich geht es doch nur um die Kombination. Oh, Mann! Da! Ja, genau. Da will ich draufdrücken gerade. Also, was war meine Zahl, die ich gesagt hatte? 4, 1, Fragezeichen, Fragezeichen, 3. Es könnte 2, 5 oder 5, 2 sein. 2, 5, 3? Ist es nicht. 4, 1, 5, 2, 3. Auch nicht. Suchen wir denn überhaupt 5 Zahlen? Was passiert, wenn ich 6 Zahlen eintippe? Ich kann unendlich lange Zahlen eintippen. Okay, so finden wir es nicht heraus. Jetzt meine Idee. Erste Buch war Buch Nummer 4. Da stand aber was von 2. Wir könnten 4 plus 2 wählen und würden dann die Zahl modifizieren zu 6. Oder 4 mal 2, das wäre 8. Im zweiten Beispiel... Okay, ganz ehrlich, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin ein armer, verwirrter Mensch. Ich muss den Text nochmal lesen. Ja, das hatte ich ja. Das ist meine originale Kombination. Ich gehe jetzt mal ganz durch davon aus, dass es 4, 1, 5, 2, 1 ist. Nein. 4, 1, 5, 2, 3. Ich gehe einfach mal davon aus. 5, 2 könnte auch falsch rum sein. Ich gehe davon aus, ich muss von irgendwas ausgehen, sonst ist es mir zu kompliziert. Punkt. Es wäre ja eine Schande, wenn ich nicht dem Rätsel irgendwas geraten hätte. Doch zwischen den Lügen naht das Ende nicht. Ist nicht vor Liebe strotzender, bla. Also, das ist der Text. Ein Rachsüchtiger vergoss Blut für 2. 2 Jünglinge vergossen Tränen für 3. Ich mach mal Multiplikation. Also, ein Rachsüchtiger, Blut für 2, dann wäre die erste Zahl eine 8. War ursprünglich eine 4, Blut für 2 ist eine 8. 2 Jünglinge vergossen Tränen für 3. Oh mein Gott, die Zahl war eine 1 mal 3, also 3. 8, 3. 3 Hexen auf diese Weise verschwanden und nur die 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. Und dann ausgerechnet bei den beiden Zahlen, die ich nicht weiß. 3 Hexen auf diese Weise verschwanden. Ich weiß ja schon mal 8-3. Und ich weiß, dass am Ende wahrscheinlich eine 3 kommt. Nur die 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. Bezieht sich das darauf, dass wir nur 4 der 5 Zahlen holen sollen? Aber welche dann? Dann müsste ich vermutlich wissen, wo in diesen Büchern was mit Hexen zu tun hat. Was mit Hexen vorkommt. Mir würde primär aber jetzt gerade nichts einfallen. Vermutlich stelle ich mich unglaublich dumm an gerade. Und es ist eigentlich alles völlig einfach. Oh, sie ist offen. Okay. Was? 4, 1, 5, 2. Ach so! Ach so! Genial! Ich glaube, 8, 3, 5, 2 war das Ergebnis. Die Lösung ist eigentlich sehr einfach. Nee. Wie dumm bin ich manchmal. Ein rachsüchtiger Mann, ja,
multiplizieren mit 2, die erste Zahl war 4, also 8, multiplizieren mit 3, die zweite Zahl war 1, also 3. Und dann drei Hexen auf diese Weise verschwanden. Damit ist gemeint, in der ursprünglichen Zahl, die wir rausgefunden haben, die Zahl 3, die dort schon drin war, soll verschwinden. Und als nächstes, nur die 4 Schlüssel kamen nicht abhanden. Es sind 5 Zahlen. Die 3 verschwindet und nur die 4 übrigen bleiben. Also im Prinzip ist das... Ich bin ein Idiot. Okay, aber wir haben es geschafft. Ach so, ja, da kam ja was. Wow, da steht jemand. Hey, wait, voll die Heavy-Metal-Tante. Oh, eine Tür. They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. Willst du mir irgendwas verkaufen? The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Die Musik im Hintergrund ist gerade so böse, aber abgesehen davon eine religiöse Fanatikerin, die irgendwas von uns will. Da hängt eine ganze Menge Zeug am schwarzen Brett, Hinweise, Zeitpläne und so weiter, nichts Wichtiges. Office. Das Schloss ist kaputt. Womit habe ich eigentlich gerechnet? Ich will ganz ehrlich sein, die Musik macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich habe nach meinem alten Let's Play das Spiel gar nicht mehr wirklich angefasst und ich habe das Gefühl, dass mein Herz mir das nicht verzeihen wird. Das Schloss ist kaputt, alle Schlösser sind kaputt, Claudia hört mega böse Mucke. Ja, mega böse Mucke. Richtig böse. Und wir fahren in einem Fahrstuhl. Wir brauchen Fahrstuhlmusik und haben Kreislaufprobleme. Dü, 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 dü. Ups. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ein Radio, warum zum Teufel fällt das von der Decke? Schwerkraft. Das erklärt wohl zumindest die Statik von ihm. Aber es empfängt nur Statik. Ob es kaputt ist? Nein, Heather, nicht ganz kaputt. Dieses Radio macht immer dann Geräusche, wenn Gegner in deiner Nähe sind. Hör auf mich, ich habe das Spiel schon mal gespielt vor 100 Jahren. Ich habe es vor Release bekommen. Die saßen echt lange dran. Is this a dream? It's gotta be. Not even a kid could believe in this. Nicht mal ein Kind würde daran glauben. Zum Glück bist du kein Kind oder sowas. Um 6 Uhr, um in die Schule zu gehen. Yay, Schule. Ich würde lieber in diesem Aufzug da runterfahren, als in die Schule zu gehen. Aber das bin dann wohl nur ich. Ja. Hier wird jetzt, hier ist die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Und wir sollten schnell irgendwie aus diesem Hauptgang gehen, denke ich.
Weil hier sind überall böse Buben und so. Okay. Ist hier ein Speicherpunkt? Och, danke. Okay, looten wir erstmal diesen Raum. Eine Ampulle. Ampullen regenerieren, glaube ich, unser gesamtes Leben. Da ist nur ein Liebesroman. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, ich weiß, du bist schwer beschäftigt damit, dich von Typen erschrecken zu lassen. Und von mir steuern zu lassen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sieht nicht so aus, als wäre etwas Nützliches auf dem Regal. Ein Gesundheitstrink. Aber da, Lara wollte ich dich gerade nennen. Es tut mir leid, ich bin ja fremdgegangen, Heather. Du warst ja gar nicht dabei. Heather, auf dem Regal ist Luft. Die ist doch immer nützlich, finde ich persönlich. Bücher und Magazine. Keine Zeit, sie zu lesen. Das Bett hat einen dunkelroten Fleck. Wessen Blut ist das? Ist hier noch jemand außer dieser Frau? Das und vieles mehr werden wir dann wohl erfahren in der nächsten Folge von Let's Play Silent Hill 3. Wenn ich das ansehe, tut mir der Kopf weh, aber gleichzeitig ist es irgendwie so vertraut. Ich weiß, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube auch, es wäre besser, mich nicht zu erinnern. Tja, aber dann wäre das Spiel langweilig, glaube ich. Ja. Bis zur nächsten Folge Silent Hill 3. Ciao!